Ja, vielleicht probiere ich es auch eines Tages nochmal, wenn ich die Schnauze voll habe, ja, von diesem Ganzen, dann mache ich selber ein Ferrari-Video. Ja, also gut, okay, zurück zum Thema. Ist ein anderes Video. Oh Gott, jetzt bin ich komplett abgeschweift. Was wollte ich jetzt hier eigentlich sagen? Gutze Fix. Nochmal ein Käffchen ziehen hier. Ich bin schon wieder unter Stress. Ich glaube, ich muss mal stoppen. Shit, was ich sagen wollte. Oh mein Gott. Komplett. Wachstumsformel, Wachstumslevel haben wir gehabt. Ja? Zielgruppe. Oh Mann, ist das peinlich. Also Zielgruppe kennen, verstehen, besitzen. Ah, ja, jetzt bin ich wieder im Bilde. Ja, ich hätte 2018 zum Beispiel eine Anwältin, die mich angeschrieben hat und hat gesagt, ich brauche jemanden, der mich bei der Lead-Generierung, ich brauche Leads, ja, bei der Lead-Generierung unterstützt, ja. Hat mich angerufen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das und das sind meine Konditionen, ja. Und dann sagt sie, ah, das ist uns viel zu viel. Wir gehen hier auf diesen wesentlich billigeren Anbieter. 2 Monate später ruft sie wieder an. Also das ist voll in die Hose gegangen. Ja, wir machen das jetzt mit Ihnen, Herr Klein. Und ich sage, ja, eigentlich sind Sie gar nicht in meiner Branche wirklich. Ja, es ist ja auch groß und breit überall auf meiner Webseite steht, dass ich halt auf der IT-Branche spezialisiert bin. Ja, aber sie hat mir dann irgendwie so leid getan, weil sie schon diese schlechte Erfahrung gemacht hat mit dieser Lead-Generierungsagentur da aus Hamburg. Ja, dann habe ich ja trotzdem mit ihr das umgesetzt. Ja. Ja, es war dann nicht so optimal, wie ich es gerne gehabt hätte, weil ich einfach von Rechtsanwaltsbusiness ja, total überhaupt gar keine Ahnung habe letztendlich. Ja. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Ich muss meine Zielgruppe kennen, nochmal zur Wiederholung. Diese drei sehr, 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 sehr wichtigen Regeln, ja. Wenn du erfolgreich ein Unternehmen aufbauen willst, das ist, ich muss meine Zielgruppe kennen. Ja, also ich muss erstmal klar werden, okay, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Dann muss ich meine Zielgruppe verstehen. Ja, das geht nur, wenn ich aus der Branche schon bin oder mich in diese Branche reinarbeite. Ja. Ohne Branchenkenntnisse brauchst du heute wirklich kein vernünftiges Business mehr aufbauen. Also so Generalisten, die Zeiten sind lang vorbei. Ja? Und dann Branchen, Besitz, Gruppen, Zielgruppen, Besitz. Ja? Das ist das magische Wort. Ohne Zielgruppenbesitz wirst du langfristig nie auf einen grünen Zweig kommen. Ja? Nochmal zur Erinnerung. Wir wollen hierauf ins zweite Level, ins dritte Level. Erstmal wollen wir hier im ersten Level überhaupt irgendwie Geld verdienen, ja. Ohne uns hier gleich für 100.000 Euro, das ist ja auch einer der größten Fehler, ja, dass viele sagen, ich will Unternehmer werden, dann haben sie den ersten 100.000 Euro Gewinn und kaufen sich sofort ein Auto für 120.000 Euro. Weil sie es halt auch ständig, weil sie so vergiftet werden mit dieser ganzen Werbung da draußen, ja. Da mache ich dann auch noch gleich hier ein Extra-Slide dazu, ja. Weil das ist auch das, was viele junge Leute einfach komplett verkehrt machen. Dann hier, ja, wir wollen hier, ja, diese ersten 5 Jahre überschreiten, weil wir ja hier gelernt haben, nach den ersten 5 Jahren geht es richtig die Post ab. Ja. 5 bis 7 Jahre ist sozusagen einfach die Durststrecke, ja, der Marathon, bis wir dann unser Unternehmen haben, ja, auf das wir dann immer wieder weiter aufbauen können. Also, das ist schon mal das Wichtigste. Und hier nochmal ganz kurz, was viele junge Leute auch einfach verkehrt machen, weil sie einfach zu viel, ja, quasi Marketing-Pornografie da draußen auch erleben, ja, Finanzpornografie und so weiter. Das ist einfach, wenn die sagen, ich verdiene, ja, das male ich mal kurz hier auf, ja, meine ersten 100.000 Gewinn. Okay. Was machst du dann, wenn du deine ersten 100.000 als Unternehmer Gewinn gemacht hast? Mal vorausgesetzt.
Ja, was auch ganz, ganz wichtig ist. Du hast es richtig kalkuliert, nicht, dass das Finanzamt dann nach 3 Jahren kommt. Das ist ja auch einer der Hauptgründe in Deutschland, warum das hier 5 Jahre sind. Ja, weil das Finanzamt kommt erst nach dem 3., 4. Jahr und prüft dich zum ersten Mal. Ja, das Finanzamt lässt dich in der Regel vom Zeitpunkt deiner Gewerbeanmeldung bis zur ersten Prüfung, gibt dir das Finanzamt und zur ersten Steuerzahlung gibt dir das Finanzamt in der Regel 2 bis 3 Jahre Zeit. Die erste Prüfung kommt, je nachdem, wie verdächtig du deine Sachen machst, kommt meistens nach 4 bis 5 Jahren. Ja, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ist einfach so. Und da wirft es dann die meisten. Ne? Weil sie halt einfach zum Beispiel sagen, ich habe jetzt meinen ersten 100.000 Euro Gewinn, habe hart dafür gearbeitet und ich habe ja auch hier in dem und dem Video und dem Coaching gelernt, ja, ich muss meine raise your standards, ja, das kann auch sehr missverständlich interpretiert werden. Das sagt ja auch Tony Robbins, dieser Supercoach, ja, raise your standards. Und dann sagen die halt, ja, jetzt habe ich 100.000 Euro Gewinn gemacht. Ne? Also so eine richtige Freundin habe ich auch noch nicht. Ne? Bin jetzt mal schon 25 und habe eigentlich nicht so richtig hier zum Kuscheln. Ja, jetzt kaufe ich mir mal ein Auto für 120.000. Ne? Das kann natürlich nicht langfristig gut gehen, weil ich mir natürlich hier sozusagen unterm Strich dann wieder Verlust gemacht habe. Ist auch ganz klar. Ne? Und ein Auto halt einfach kein Investitionsgut ist. Ja? Es sei denn, ich nutze es. Ja? Das ist ja auch der Trick von diesen ganzen Finanzpornografisten. Ja? Die nutzen ja letztendlich das Auto als Marketing-Gag, um möglichst viele Leute in ihr Coaching zu ziehen. Das heißt, denen könnte man es ja nicht mal vorhalten, dass sie einen Porsche fahren oder einen Ferrari oder einen Lamborghini, weil der Ferrari und der Lamborghini, den sie ständig in der Kamera zeigen, ja Teil des Marketings ist. Die nutzen diesen Lamborghini als Marketinginstrument, um wiederum mehr Leute in ihr Coaching zu ziehen. Witzig, ne? Witzig. Ja, ist natürlich auch ein Businessmodell, aber vielleicht ja nicht ganz so seriös, ne? Könnte man vielleicht meinen. Ja? Also immer. Ja, also man kann es mal probieren. Und das ist genau der Punkt. Zielgruppen besitzen. Das ist eben das, wo ich letztendlich ausnahmslos, und das ist wirklich, da kann ich wirklich sagen, das ist ausnahmslos zu 100%. Die Haupthürde ist der nicht vorhandene Zielgruppenbesitz. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist das nicht vorhandene Team. Ja, also die richtigen Mitarbeiter, aber das ist natürlich ein Thema für sich. Aber der nicht vorhandene Zielgruppenbesitz ist schlichtweg der Grund überhaupt, die Hürde Nummer 1, warum die Leute hier unten nicht wegkommen. Ja, und dann letztendlich 90% von denen, die da unten nicht wegkommen, nach 5 Jahren irgendwie aufgeben, pleite sind, sich verkalkulieren, den Porsche zu früh gekauft, ja, das Finanzamt unterschätzt und. Und das ist der Hauptgrund, ist der nicht vorhandene Zielgruppenbesitz. Ja, wie baue ich mir diesen Zielgruppenbesitz auf? Es gibt nicht viele Möglichkeiten. Fleiß, ganz viel Fleiß. Und das ist heute, ja, im Vergleich zu, als ich ihn das erste Mal, also ich sage jetzt noch mal ganz kurz eine Geschichte von mir, als ich das erste Mal den Gedanken hatte, mich ernsthaft selbstständig zu machen, ja, das war 1991, okay, da war ich gerade mal 17 Jahre alt, ja, also, oder 18, und da wollte ich eine Dönerbude aufmachen, ja, ein Gyrosstand, okay, jetzt sind wir mal so nebenbei. Und die Zeiten haben sich geändert. Zielgruppenbesitz aufbauen ist heute, würde ich mal sagen, einfacher denn je, aber auch gleichzeitig genauso schwierig. Ist es ein Widerspruch? Nein, ist kein Widerspruch, weil ja alle die Möglichkeit haben, das Internet zu nutzen, um Zielgruppenbesitz aufzubauen, ja? Das heißt, diejenigen, die das Internet sozusagen nicht mehr internetaffin sind, ja, die älteren Generationen, die verschwinden ja allmählich. Und das heißt,
sobald irgendwie eine neue Plattform rauskommt, wie TikTok oder LinkedIn sich verändert hat oder sonst irgendwas, ja,